Heute essen wir Russisch, Deutsch und Türkisch. Hab ich Türkisch? Ja. Ich Türkisch. Ja, nein. Jetzt ist sowieso, es wird ja gelost. Wir haben jetzt hier drei Lose. Türkisch, Deutsch und Russisch. Faltet die mal bitte alle. Welches möchtest du haben? Nur einen? Okay, welches möchtest du haben? Ohne gucken. Ja, okay, Christi kriegt erste Runde deutsches Essen. Ich bekomme in der ersten Runde russisches Essen. Und der liebe Herr kriegt das, was er nicht haben möchte. Wir haben jetzt hier Russisch, Türkisch, Deutsch. Augen zu und eine Sache rausholen. Jeder war was Kaltes. Ach, was ist das denn? Was? Bah! Oh mein Gott. Lecker. Okay. Ich finde auch. Ohne Witz. Chrissy, geil. Ash, geil. Barbecue ist hier. What? Das hat nicht türkisch. Bei mir, Alter, ganz geil. Gelbe, eingelegte Tomaten. Ich mal meine Chips. Oh. Ja, aber die finde ich echt nicht schlecht. Die schmecken eigentlich gut. Ja. What? Ja, die Soße. Das Wasser ist lecker. Dieser Sud oder Brühe. Oh nee, ist nix und nix. Schmeckt wie gut. Wasser ist aber lecker. Ash, wie schaut's bei dir aus? Der Mais? Ja. Lecker. Mhm. Das ist nicht mein Lieblingsessen, sag ich euch dieses. Magst du sowieso nicht so gern Tomaten? Es schmeckt mehr nach Gurken als nach Tomate. So nach eingelegten Gurken. Nicht mein Lieblingsessen. Zeit für die zweite Runde. Hoffentlich wirst du mich besser. Was möchtest du haben? Was möchtest du haben? Was möchte ich haben? Naja, ich hab wieder Türkisch. Oh nein! Also, oh. Wir haben es geschafft, die zweite Runde genau gleich hinzubekommen. Das sind leckere Sachen. Eigentlich sind es leckere. Kaltes Kind, aber geleckert. Brezel. Käse. Alter, ich dachte, ich kriege jetzt auch wieder. Sollen und gerne? Zu Cream? Das ist was? Ja? Ich dachte, geil, ich habe Chips, aber nö. Das sind so eine harten Gebäckkringel, die ich nicht mal mag. Das mag die auch, oder? Ich, ja, ich finde die auch lecker mit Milch. Einfach Käsebrezel. Das ist die Brezel von vorgestern. Das ist ja am meisten Glück. Von wann? Wann waren wir denn einkaufen für Ashs Video? War das vorgestern? Schmeckt das mit Sour Cream? Das schmeckt nach komischem Sour Cream irgendwie. Also echt? Nicht, okay. So, nicht so wie Sour Cream Chips oder so. Diese Gebäckkringel hier gehen fit. Ich würde sie aber niemals kaufen und essen. Das ist die alte Brezel. Nimm ein Los. Nimm ein Los und nimm nicht das gleiche wie die letzten beiden Runden. Ah ja, okay. Oha. Das ist schon mal gut. Es geht schon mal anders. Ich wollte mich doch. Oh. Dritte Runde in Folge bei mir russisch. Let's go. Okay, alle Augen zu und rein. Oh, ich hätte nicht immer aufs erste was ich in der Hand bekommen. Ich krieg nichts. Gut oder? Nee, was ist das? Was? Was ist das? Aber esst ihr jetzt einfach so? Ja. Eigentlich muss man die warm machen. Ja. Königsberger Klöpse. Ja, geht auch. Genau, ist ein Fertiggericht. Aber warm machen halt. Ja, theoretisch schon, ja. Bei mir gibt es hier Aubergine-Püree. Ja, super lecker. Ist das typisch russisch? Ja. Nur weil Dovka noch steht? Nee. Ich hab Udo da. Ohne Witz, Chrissy, die räumt hier gerade alles ab. Ist dir gut? Ich hab damals noch den hier gemacht. Oh nee. Und dann richtig so flüssig. Oh Mann, ich rieche. Ich bin auch. Max mag das immer richtig gerne. Darauf halt ein bisschen Aubergine passen. So sieht das aus. Mhm, ja, genau. Lol, das ist fertig zum ja. Essen, so? Ja. Ja. Solange ihr erst das Essen aufmacht, probiere ich mal kurz die Aubergine-Paste. Eigentlich schmeckt die gut, die kann man selber sogar machen. Echt gut. Als Aufstrich kann man die essen eigentlich, aufs Brot oder Brötchen. Mhm. Und? Wie schmecken deine Klopse? Das ist echt eklig. Hast du die Erbsen probiert? Ja. Na, hast du? Hey, war dabei. Und Kartoffelpü? Das ist kein Kartoffelpüree. Das sind keine Erbsen, das sind Kapern. Hast du mal Kapern pur gegessen? Nee. Mach's nicht. Willst du auch nicht. Mach's lieber nicht. Ohne Witz. Okay. Kapern ist das Schlimmste, was es gibt. Sehr hart. Ehrlich, das ist lecker hier. Mhm. Meinst du auch? Augen zu, los. Ist auch. Oh, ich glaube, ich hab's anders. Ah. Ich hab Russisch. Wir greifen rein. Was ist das? Ja, natürlich gibt es immer wieder irgendwas Leckeres daraus. Ja. Oh, das könnte gut sein. Yes, Törtchen. Warum ist es typisch deutsch? Alles. Ich kenne ihn nicht. Echt nicht?
Ja, lass fallen. Ich hab die immer gesehen, aber noch nie gekauft. Bei mir steht da drauf Premium. Baklava ist das? Ja. Mach dann. Wir haben alle was Süßes. Boah, mhm. Es riecht schon. Ja, es riecht schon hübsch. Die Waffeln bestimmt noch mehr. Boah, Alter. Geil, Oma. Die sind gut. Alter, ohne Witz, ich würde gerne mit Chrissy tauschen, dieses Video eigentlich. Ich weiß nicht, was du Chrissy hat echt Glück, ne? Du meinst irgendwie ein bisschen kacke. Boah, das süß. Das ist echt lecker. Und die sind lecker. Bei dir? Dein Törtchen? Trocken ein bisschen, aber ja, geht auch. Also, ehrlich, der war gar nicht begeistert von seinen Sachen heute. Nimm los. Nimm nun los. Ich sehe schon das Tee. Türkisch, russisch. Nein, ich will nicht mehr, bitte. Der erste genau, was mir in den Finger gekommen ist. Ich hab Angst. Ja, ich oh, Chrissy! Das ist was ganz Geiles. Ja! Nein! Das wird gut. Ich muss drauf, es ist Chrissy, das kann nicht sein. Also bei mir, Plombier, keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich dachte, als ich das Gefühl habe, dachte ich, da wäre irgendwie so ein Netz drum. Nee. Ich dachte, da kommt irgendein Gemüse, so Durian oder sowas. So, alle mal wieder aufmachen, alles. Hast du schon mal Grießpudding gegessen? Nein. Ich glaube, du wirst danach noch nicht wieder essen. Das duftet gut. Guten. Guten. Ich habe ein schlechtes Gewissen, das zu essen. Ach, ist gut. Okay. Guck mal, wie mein Hirsch kommt. So ist ein Grießpudding. Mm. Ey, die kenne ich vom Geschmack her schon. Ja, das ist dieses Kondensmilch. Hab ich schon mal gehabt? Milchmädchen. Mhm. Na, Ash, wie sieht's aus? Komm, Pudding? Kann man machen. Ja, die kriegst du echt eklig, ne? Also ich check auch nicht, wie es immer sein kann, dass Ash miese Sachen kriegt. Ich okay Sachen. Ja, und kriegst dir voll die geilen Sachen, ne? Mhm. Ist Kirsch gut? Mhm. Freust du dich über Köln? Können wir gleich mal wieder losen. Ich brauch noch ein bisschen. Ich nehm nicht nochmal Deutsch. Lego ist einfach wenn das geht. Weil ich möchte. Hier ist meiner? Nein, das ist. Das ist Deutsch. Ich oh ja. Ja? Nein. Ja! Okay, 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 bitte, okay. Ja, ich weiß, was das ist. Einfach Brot. Also. Käse? Ja, Käse. Mehr oder weniger. Aber zu deinem Fladenbrot gehört noch eine Dose Hummus. Das sind Kichererbsen. Ist da drin? Ja. Glasdose? Was für eine Dose? Metalldose. Da sind drei Dosen drin. Genau. Hummus. Das schmeckt hier noch. Erdnüsse, Karamell. Das könnte wild sein, ehrlich. Aber das Fladenbrot ist auch von vor zwei Tagen, oder? Ja, aber ich denke, das ist halt länger. Probieren wir mal Hummus. Ich finde, das sieht nicht so appetitlich aus, ehrlich gesagt. Das riecht nach Kichererbsen. Echt? Ja. Das riecht, also, Let's go. Übel trocken. Mm. Boah. Das Brot. Mhm. Ist aber geil, dass es endlich mal was nicht Süßes ist. Ja, auch gerne. Ohne Witz. Aber ist gut, ist gut. Kann man sehr gut essen. Hm. Und bei euch? Mhm. Ja. Nee, Chrissy kaut an dem Brötchen. Ja, ist auch trocken halt. Ey. Okay, let's go. Machen wir die nächste Runde. Erst verteilte Lose. Türkisch, ja. Nochmal. Ah. Erst Deutsch. Und ja, Chrissy kriegt Russisch. Let's go. Schauen wir mal, was diese Runde gibt. Oh nein! Was du? Nein! Rip Ash! Sauerkraut! Merkst du solche Törtchen und Chrissy hat. Bananen. Ja. Super. Aber was ist das für ein Rassolnik? Sieht aber echt nicht lecker aus. Das wirst du auch echt. Die schmeckt sehr gut. Mhm. Taste Test! Let's go! Ehrlich, Ash tut mir heute ein bisschen leid. Ja, mir auch. Bei mir wieder was Süßes. Let's go! Warum habe ich das eingepackt? Okay. Eigentlich schmeckt dir gut, die Suppe. Aber irgendwie ist das mehr. Ja, wenn man das warm macht, genau, wenn man es warm macht, dann ist es ein bisschen flüssiger. Ich ehrlich, kotzen wir den oder? Das ist echt eklig. Hä? Wenn ich es richtig daran sage, du musst nicht kotzen. Ich kann das echt nicht. Also, erst ich kann das nicht. Doch, nimm. Stell dir vor, das ist ein Döner gerade. Das ist nur am Anfang, wenn man das aufmacht. Ja, genau, das ist nur der Anfangsgedanke. Das ist im Grunde wie Sauergurken. Riech mal hier dran, warte. Riech mal hier dran. Gut, ne? Da dran riechen und da reinbeißen. Genau. Riech mal da dran. So. Oh, das könnte lecker sein. So, die Suppe schmeckt gut. Das könnte echt gut sein. Das sind so Dinge, die ich mir auch nie kaufen würde. Bananenkuchen. Wenn man das warm macht, schmeckt das viel besser. Alter. Was ist denn da drin? Gelee. Oh, die sind bestimmt. Achso, ja, okay. Die sind bestimmt mega, oder, Max? Ja. Schmeckt's echt? Ja, ne? Nicht so.
Die Dinger will ich auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Ich bin jetzt nicht so der Bananen-Mensch. Ich bin doch ganz zufrieden. Ja, ne? Boah, das schmilzt aber irgendwie schnell in der Hand. Ja, kann man machen. Hey, was Sauerkrautfeuer? Salat? Hm? Ja, Weißkohl. Wie kann man das so eigentlich machen? Jetzt kommen wir auch schon zur letzten Runde. Wenn ich los willst zu haben, ich gebe dir einfach eins, du kriegst auch eins und ich bekomme das letzte. Das Beste kommt zum Schluss, hoffentlich. Nochmal auf Deutsch. Deutsch. Ich weiß nicht, ob ich mich freue oder nicht. Sagen wir es so. Man kann sich freuen, man kann sich aber auch absolut nicht freuen. Let's go, mal schauen, was die letzte Sache ist. Ohne Witz, ich habe ein wenig Angst. Ich auch. Eigentlich können wir auch machen. Im Russischen kann alles schmecken. Okay. Ist das das Kalte, was du am Anfang hattest? Ja! Ich hab mich ganz extra wieder zurückgelegt. Was ist das? Mir möchte ich eigentlich was in meinen Topf. Erbseneintopf? Erbseneintopf. Erst, was hast du? Ja, ich finde es, glaube ich, ja. Zeig mal. Knoblauchwurst! Sucuk, ist das nicht so eine typisch türkische Wurst? Ja, safe. Und Christian Halvar, das sind solche, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ist das Sonnenblumenkern. Wie so Kuhfutter? Ja, genau. Ja, genau, wie Heu. So. Max, darf ich mal sehen hier? Ja! Nein, bist du verrückt. Max, bitte! Nein, hallo! Okay. Aber das ist testen, wie stabil das ist. Sehr stabil, hoffe ich. Max, hör auf. Kannst du bitte dir jetzt eine normale Schere nehmen? Max, bitte, mein Teppich! Aber ist stabil. Ja, ist sehr stabil. Hol mal. Max, das reicht jetzt. Sehr gut stabil. Ja, natürlich. Prallt ja auch richtig ab. Schneid mal vor. Willst du? Max, bitte, machst du das auf? Hat er noch nie sowas aufgemacht? Nein, er hat sowas noch nie gehabt. Er ist 20 Jahre alt und sowas noch nie aufgemacht? Nein, 21. Er ist 21. Ja, du bist ja eh immer Leberwurst, das sieht genauso aus. Ja, stimmt. Die Suppe ist lustig, ne? Die Suppe ist lustig, Ash. Ja. Ash, die Suppe ist lustig. Wirklich? Ja. Die ist nicht fest. Weil deine Leberwurst ist ja fest. Ist die flüssig? Ja. Ehrlich? Na, ehrlich? Ja, auf. Fest. Pass auf, bitte. Aber die ist flüssig? Weißt du, ja. Ich gerne nicht, dass ich das so zusammenklatschen würde. Ja, können wir gerne bei dir oben machen. Nein, nein. Da kommt die schon rausgequetscht. Mach dein Ding weg. Das ist echt nicht mein Ding. So. Ja, wie soll ich das jetzt? Was gibst du mir für Sachen? Ja, genau. Warte mal. Ja, das sieht eklig aus, was du da machst. Ich hoffe, und? Schmeckt's? Ja. Also, Erbsensuppe halt, ne? Wie wenn man sich so eine Dose holt mit Erbsen. Ja, genau. Kann man ohne Witz machen. Ja. Ehrlich, kann man echt machen. So, Ash probiert das immer. So, Chuck. Lange nicht mehr gegessen. Nee, ne? Junge, ich habe Angst, dass ich da das. Bam! Weil mein Mund kriegt alles. Schneid mir mal auf. Wie sieht's aus mit der Wurst? Ich hab Angst. Ich kenn die. Ja, Max, bitte. Was für Mini-Riss hast du reingemacht? Ja. Was ja? Boah, Junge. Ich hasse so eine Verpackung. Ja, das normalerweise kaufe ich auch nicht. Leute, wenn ihr einfach irgendwo unterwegs seid und Suppe essen wollt, kauft einfach die Dinger hier. Und Schere mitnehmen. Und Schere, und dann könnt ihr einfach trinken. Dann trinkt einfach eure Suppe. Oh. Das kann ja nicht guten Gewissen zu essen. Das sieht echt eklig aus. Mich auch? Nein. Man sieht aber auch so süß. Also, das ist die komischste Verpackung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Schmeckt die? Die riecht so komisch. Ja. Muss man die nicht braten oder sowas? Oder kann man die so essen? Kann man es ja so essen. Echt? Ist das so wie Salami? Ja, man darf hier was offen, das ich aufgeschnitten habe. Ja, riecht eigentlich nicht schlecht, aber schmeckt sie dann gut? Ja. Achso, okay. Also, ja, okay. Dein ist auch gut oder nicht so gut? Aber sehr süß. Aber sieht auch irgendwie mies eklig aus, irgendwie, sagt ihr. Das ist gut. Ja. Wir brechen das Video an der Stelle ab. Haut rein. Schreibt mal, schreibt mir gerne in die Kommentare rein, welche Sachen am geilsten waren. Türkische, deutsche oder russische. Und ich könnte wetten, niemand wird Deutsch schreiben. die Sachen im Video, die waren schon, also. Dürüm fand ich schon gut. Ja, ja, Dürüm, türkisch, beste. Aber das ist dann Deutsch, was lecker ist, so richtig. Also. Schnitzel. Ja. Wo ist dein Schnitzel? Wo? Ja, leider nicht. Wo? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ich trinke mal meine Suppe weiter.